Hallihallo Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Jade Empire. Ja, und wie ich gesagt habe, werden wir uns jetzt erstmal wieder ein bisschen hochskillen. Also neue Stufe, bla bla bla. Leben ist nicht unbedingt wichtig. Cheap, Geist für die Heilung. Erhöht den Geistwert, Fokus und Fähigkeit, Schmeicheln und Intuition. Ich mach mal hier ein paar Punkte und einen auf Leben. Wird schon ganz richtig sein. Hier, der Stil, der hat mir ziemlich gut gefallen. Also Goldstern. Mit der Waffe gut Schaden zu machen, ist auch nicht schlecht. Himmlische Welle. Haben wir noch kein einziges Mal ausprobiert. Schadenanzerhöhung. Das ist gut. Mehr Schnelligkeit ist auch wichtig. Chi-Schaden. Was ist denn nochmal der Chi-Schaden? Der Kämpfer hält mit diesen... Sie kosten mehr Chi, richten aber auch mehr Schaden an. Der Chi-Schlag-Modus wird mit der E-Taste gestartet. Ach ja, stimmt, das war das, was wir mit dem E gemacht haben. Da kosten die aber auch, ja. Haben wir noch Punkte? Ja, warum nicht? Okay, wir haben noch 3 Skill-Punkte, aber das kostet zu viel. Machen wir, okay, das ist gut. Änderung speichern, ja. Dann haben wir hier schon ein bisschen himmlische Welle. Vielleicht, ich spare noch mal ein paar Punkte. Wir lernen nachher noch richtig viele neue Stils. Insofern lasse ich das erstmal so ausgang. Cool, cool, cool. Und ach ja, du wolltest mit mir reden, stimmt. Ja, ich helfe euch gerne, wenn ich kann. Aber Meister Lee wartet auf euch. Ja, ja, du bist süß. Du kannst mit und mit dir reden wir noch ein bisschen gerne. Haha. Ich möchte... Wie habt ihr Meister etwas für die Ruhe losen? Ich will gar nicht so sehr daran denken. Das Ski zu nutzen, fällt mir nicht so leicht wie euch. Die Dinge, die ich tue, sind anders. Oh. Ich kann Geistergestalten sehen und merkwürdiges Geflüster hören. Meister Lee war davon überrascht, aber er hatte keine Zeit, es näher zu untersuchen. Eure Ausbildung war sein oberstes Anliegen. Ich hoffe nur, meine Fähigkeiten sind noch zu mehr Nutze, als mich nachts wach zu halten. Könnten wir jetzt über etwas anderes sprechen? No. Ich war schon wegen der Banditen besorgt. Und jetzt treten Gefahren auf, die wir nicht einmal kannten. Meister Lee hat diesen Magier als Assassinen bezeichnet. Assassinen greifen nicht willkürlich an. Sie haben ein ganz bestimmtes Ziel. Ich will nicht, dass diesem Dorf etwas zustößt. Es ist mein Zuhause. No. Kommt es euch komisch vor, wenn ich sage, dass ich das nicht weiß? Ich kann mich kaum daran erinnern, wo ich war, bevor ich hierher kam. Damals war ich 3 Jahre alt. Ich weiß nur, dass ich viel unterwegs war. Nie lange an einem Ort. Und aus irgendeinem Grund wirkten die Gewänder dieses Magiers seltsam vertraut. Ich kann nicht sagen, warum. Ich bin sicher, es steckt gar nichts dahinter. Meine Kindheitserinnerungen spielen mir nur einen Streich. Da Bilder aus dem Geisterreich in meine Gedanken strömen, hätte ich sie überall sehen können. Yay, Alka. Manana macht... eine... Ich frag mal das Oberste. An besondere Begebenheiten kann ich mich nicht erinnern. Aber ich bin es gewohnt, gemieden zu werden. Oh. Wer den Anschein erweckt, die Toten nicht friedlich ruhen zu lassen, wird von den Leuten nicht besonders freundlich aufgenommen. Das ist aber nicht nett. Meister Lee hat gesagt, dass ich von einem besorgten Freund hierher gebracht wurde, der mich von noch jemand anderem in Empfang genommen hatte. Diese Person wollte, dass ich sicher bin, konnte aber nicht selbst dafür sorgen. Meister Lee weiß nicht, wer dieser andere war oder wovor ich beschützt werden sollte. Er versprach, der Sache auf den Grund zu gehen, hatte aber nicht die Zeit dazu. Eure Ausbildung hatte Vorrang. Meine Fähigkeiten sind nur eine Merkwürdigkeit. Bla, 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 bla. Ihr seid hier der Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Und das ist mir auch lieber so. Ich kann einfach nur da... Ja, du bist nur ein unwichtiger Nebencharakter und so, ne? Okay. Dann sollten wir zu Meister Lee zurückkehren, damit er mit euch über diesen Angriff sprechen kann. Bla, bla, bla. Schön, aber
hat das jetzt irgendwie Erfahrungspunkte oder irgendwas Nützliches gebracht? Oh, ihr seid doch ein Freund von Morgenstern, nicht wahr? Ich bin auf der Suche nach ihr. Morgenstern, da seid ihr ja. Ich weiß, wir haben seit einiger Zeit nicht miteinander gesprochen. Ich habe ihn letzte Nacht wieder gesehen und mich an eure Worte erinnert. Ich hatte nicht so viel Angst. Ich bin froh darüber, Frau Young. Er wirkte friedlich, wenn auch etwas verloren. Verzeiht bitte, dass ich euch gestört habe. Und was ich damals gesagt habe. Erinnert ihr euch an Yong Yin, ihren Sohn? Er ist letztes Jahr ertrunken, weil sie ein Tau nicht fest genug verknotet hatte. Bedauernswerter Unfall. Ich habe seinen Geist gesehen und es ihr gesagt. Sie dachte, ich rufe Geister herbei. Manche Geister kehren zurück, weil sie etwas richtigstellen wollen, das sie im Leben wie im Tod gestört hat. Sie sind völlig darauf konzentriert. Ist die Sache bereinigt, finden sie Frieden. So sollte es zumindest sein. Yins Geist hat seiner Mutter gesagt, dass sie keine Schuld hatte. Jetzt wandert er zwischen den Welten und der Weg in die nächste ist ihm versperrt. Unruhige Geister können für kurze Zeit Ruhe finden. Aber bevor das größere Problem nicht behoben ist, scheinen alle Toten dazu verdammt, herumzuirren bis zum Wahnsinn. Es tut mir leid. Es ist eine schwierige Geschichte. Ich möchte gar nicht darüber nachdenken, wie es bestimmte Leute beeinflusst. Ich weiß immer noch nicht, ob es richtig war, Frau Young von ihrem Sohn zu erzählen. Es war gut, sie zu... Ja, wir sind immer wieder nett. Ich weiß nicht. Die Leute wollen in ihrer Trauer am liebsten nicht gestört werden. Solange ich... Ich denke, es ist leichter, sich mit Schuld abzufinden, als mit dem Schicksal. Kommt, gehen wir nachsehen, ob mit den Schülern alles in Ordnung ist. So... Meister Lee wartet sicher schon. Unterbrich mich nicht ständig. Solange ihr mir nicht sagt, ich soll irgendwas anders machen, spiele ich das Spiel erstmal auf gut durch. Aber ich muss ja erstmal gucken, wann ich den ersten Part auf, hochlade und wie viel ich jetzt auch... Oh. Ah. Geld. Also ein bisschen um jede Ecke gucken kann man ja auch. Oh, wo geht's? Ach so, hier ist nur eine kleine Abkürzung. Also, ja. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Oh no, das Spiel stellt mir... Das Spiel stiehlt... Es ist wirklich gut, dass wir Meister Lee haben. Ja, das Spiel stiehlt mir voll die... Vergesst nicht seinen besten Schüler. Es heißt, die meisten Banditen habe er besiegt. Das Spiel stiehlt mir voll die Dialoge. Welchen meint ihr denn? Sag das mal ganz... Doch hoffentlich nicht diesen arroganten... Gang. Oh! Das Spiel... Ach, Schnickschnack. Ah! Das Spiel stiehlt mir voll die Dialoge. Oh, sag das mal ganz oft hintereinander. Das Spiel stiehlt mir voll die Dialoge. Ich will eigentlich voll hier voll sabbeln und ich nicht das Spiel. Ich bin eigentlich... Ich liebe es eigentlich, wenn ich im Let's Play einfach in einer Tour durchsabbeln kann. Aber das kann ich nicht, wenn das Spiel permanent mir dazwischen labert. Deswegen mag ich eigentlich auch Spiele mit langen Laufwegen und all sowas, wo man so viel zum Spiel hinzutragen kann. Ja. Es ist ein neuer... Wenn ich das jetzt vielleicht noch ein bisschen umändere, das Spiel stiehlt mir voll die... Hey, was ist denn hier? Was ist das denn? Diesem einfachen alten Meister... Blablabla. Und Silbermünzen. Opfergabe. Eine Silbermünze in die Schale legen. Was man weiß, was das bringt. Hörbares Klicken. Haben wir jetzt eine Grabstatue geklaut? Oh Gott, wir sind ein Grabschänder. Wo kommt man denn hier hin? Ah, okay. Wir sollen mit Meister Lee sprechen, okay. Ah, da ist er ja. Okay, dann haben... 9 Minuten noch was habe ich jetzt aufgenommen. Ach, es wird ein bisschen kürzerer Part. Ist ja nicht so schlimm. Dann würde ich sagen, im nächsten Part sprechen wir mit Meister... Mit Meister Lee... Ja, Meister Yi, ganz klar. Falsches Spiel und so, ne? Mit Meister Lee. Nicht Master Yi. Oh Mann. Da wird jetzt einer lachen. Also, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Jonas. Tschö, tschö.